Oh Mann. Aber egal. In dieser hohlen Gasse. Oh, das hab ich schon gespielt. Das ist auch ziemlich nice, das Game. Man muss so nah wie möglich A drücken. Na, ich hab A gedrückt. Verdammt, ich hätte richtig nah. Safe 0 Meter. Oder 0,9 oder so. Schade, aber egal. Alles gut. Daisy kommt eh nicht zum Stern, weil die. Aber du musst. Nein. Jetzt kann sie doch zum Stern. Hm. Ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum sie das so gemacht hat. Ich glaube, ich decke das sogar nochmal dreimal. Also, ich bin echt insane im Würfeln. Oh. Wie du guckst, du willst wohl, dass ich die Pfeilrichtungen ändere, oder? Ja, ja. Alles klar, ich strecke erst mit den Pfeilrichtungen. Mich hält nichts auf. Perfekt, jetzt kann sie doch nicht hin. Sehr schön. So, hier könnte ich mir auch was Tolles. Eine Goldröhre jetzt schon? Ja, let's go. Warum nicht? Ich bin so nicht so der Fan von Goldröhren, aber ist mir egal. Wenn es sie gibt, dann kaufe ich sie halt. Boah, schon wieder das halbe Spiel weggelaufen. Ich darf halt nicht, also ich muss trotzdem von Münzen achten. Nicht, dass ich dann nicht genug Münzen habe und trotzdem in der Röhre da bin. Hä? Warum hat er jetzt nur eine Münze bezahlt? Und warum macht er das? Damit Daisy hin kann, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Außer Birdo tut jetzt nochmal dran rumdrehen. Ja gut, jetzt eskaliert es, glaube ich. Noch eine Goldröhre. Oha. Schon wieder ein böses Feld. Schon wieder Mario. Oh. Oh no. Das Problem ist halt, ich brauche. Oh! Ja, gut, das kriege ich aber hin. Das sieht nicht wirklich schwer aus. Oh, wie cute. Sie haben ihre Häuser da. Geht's darum, nicht zu verrecken oder um was geht's da? Okay. Lass mich durch! Oh mein Gott, ist der fett! Birdo kriegt. Ah, ich bin Zweiter. Das heißt, ich krieg auch sehr viele Münzen trotzdem noch. Ich hoffe mindestens mindestens 20. Ich habe mindestens 20, gut. Boah, diese Versus-Felder machen mich fertig. So, Birdo, komm. Dreh an den Schildern. Bist du dumm? Warum macht das denn nicht? Warum? Ja. Pff, also. Warum nicht? Also. Schade, ich brauchte die eh nicht. Eine hart erfarmte Goldröhre. Was? Ach, Schande. Habe ich auch schon gespielt.
Komm. Fast. Ja. Oh Gott. Oh nein, fast hat es eingedingst. Oh no! Na gut. Ist aber auch echt schwer, muss ich sagen. Ach je. Boah, und wenn sie Zirgoldrauch einsetzen würde, das wäre ein Traum. Dann hat sie die Krümel verschwendet. Ach, aber trotzdem, es ärgert mich. Warum klaut er meine Goldröhre? Kann jetzt eh nichts mehr. Ja, bin zufrieden. Was? Hat er gesagt? Hat er gewonnen? Oder won? Oder so gesagt. Egal, ich habe meinen Doppelwürfel, bin zufrieden. Ich brauche schon Goldröhren, wenn man Doppelwürfel hat. Ja, Mario! Danke. Aber sagen wir keinen Sternklaut, ist alles okay. Wenn man zurückgetragen wird von diesem Baum, oder von den Fledermäusen, kann man dann den Stern kaufen? Also wenn man zurück auf das Feld zurückkommt. Weil es ging auch, als ich auf andere Felder gekommen bin, also auf das Ereignisfeld, wurde es ja auch ausgelöst. So muss es ja auch klappen. Oder? Und das ist ein Spot für Daisy. Die wird niemals so weit hochlaufen. Also Birdo ist auch komisch unterwegs, finde ich. Also nee, wirklich. Als ob die jetzt schon so gespammt werden. Bin gespannt, wer jetzt erste drei Goldröhren gleichzeitig hat. Und ob es irgendeine Runde geben wird, wo keine Goldröhre benutzt werden wird. Ach je. Ich habe mir meinen Stern wenigstens erarbeitet. Und die klauen mir Goldröhren oder ach, keine Ahnung. Oh! Ich glaub's grad nicht. Na gut, sie kriegen Münzen natürlich. Weil es hat sie genügend, um mir einen Stern zu kaufen. Klauen, wetten. Ja, sie ist fast beim Buhu. Komm, muss jetzt gewinnen und dann kaufe ich mir einen Stern. Raus aus dem Haus. Oh Gott. Na, krieg ich hin. Okay. Jo! Oh! Ja, genau! Die sind solche Kackbetrüger, ey.
aufgepasst haben. Ah, okay, da geht er lang. Ah, gut. Da muss hier die ganze Links sein. Ey. Unfair. Egal, solange du zum Stern kommst, alles okay. Wahrscheinlich wird dann halt Daisy mir einen Stern klauen, aber... Real Talk. Ist mir egal. Ich würfel jetzt schon zweimal, hab eine 8 gewürfelt. Aber egal, komm. Ich hab das Zeug zum Superstar. Und wer klaut, der hat nicht das Zeug zum Superstar. Daisy, hust, hust. Komm, gönn. Hm, okay, ja. Gar nicht so schlecht. Für eine Goldröhre wahrscheinlich, oder? Ich meine, Bird hat auch noch eine. So, Mario. Mario ist, dass Daisy mir keinen Stern klauen kann. Und weil ich nicht, dass du mir jetzt einen klaust. Gut. Aber er hat eh nicht genügend. Was, Birdo, als ob. Hätte ich nicht gedacht von dir, dass du. Oh. Ich dachte, ich hoffe, jetzt nur noch eine Goldröhre. Oh, Woody. Natürlich. Neue Items, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, ich laufe da auch hin. Nächste Runde, wenn ich schon einen Stern habe. Ich würde mir jetzt sowieso einen Stern klauen. Hä? Ich liebe Daisy. Wie sozial. Krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, vor allem von einem extremen Bot. So, artigen Mario, komm, mach ein Blatt. Okay. Müssen wir ihn kriegen. Hoffe ich. Dann musst du dann noch überleben. Was? Verdammt. Boah. Ich dachte kurz, Birdo fällt auch noch raus. Aber egal, ich bin zufrieden. Ach, ich habe 18 Münzen. Super. Aber die Map gefällt mir echt gut, muss ich sagen. So, ich gönne mir keine Goldröhre. So lächerlich. Ich muss ja wenigstens nur im Itemladen anbieten oder so, aber nee, natürlich nicht. Oh! Oh! Oho! Das freut mich. Aber das wird eh die Hundepfeife einsetzen. Was? Ich dachte kurz, der glaubt jetzt zu sterben. Schade. Nein, ich hab nicht. Oh, ich hab nicht mal genügend Münzen für einen Stern, der 10 kostet. Also, dass ich Münzprobleme mit Mario heute Superstars haben werde, hatte ich halt niemals gedacht. Super. Ja, noch 20. Okay. Super. Das war jetzt aber die letzte Goldröhre, bitte.
Aber so viel hat sich ja nicht ganz verändert. Weil ich meine, jetzt haben alle ein Spiel mehr bekommen. Also habt ihr nicht immer noch, was ja 1-0 gegen alle. Versteht ihr? Aber Birdo wäre unten gewesen, okay. Leuchtstahl darf natürlich auch nicht fehlen. Bau. Ach je. Das ist der nächste Jahr kostet mich nur die Hälfte. Heißt das, ich muss nur 25 Münzen in meinem Buhu bezahlen? Apropos 25 Münzen. Die nächste Goldröhre ist im Spiel. Also das ist halt wirklich lächerlich, dass es so viele Goldröhren jetzt schon wieder gibt. Oh. Oh Gott. Ah, stimmt. Ja, ich habe nicht aufgepasst, wie man, ich habe nicht aufgepasst, wie man einzieht. Daisy cheatet einfach. Die alle cheaten. Ich hatte eine Münze. Was? Ich habe sie doch komplett getroffen. Oh. Also kann ich auch mal nicht so weit einwerfen, bitte. Also Daisy cheatet halt komplett. Real talk. Bin richtig salty gerade auf Daisy. Ich denke, ein Ereignisbonus habe ich verdient, weil ich auf so vielen Ereignisfeldern. So, komm, gönn Münzen. 10, danke. Reicht mir. Also, die können nichts. Kein Bock mehr. Das regt mich richtig auf. Super, du komm. Ich dachte ganz kurz, die setzt jetzt in ihre Dings ein. Eine Goldröhre. Man merkt, ich hasse das Wort. Ach, come on. Es geht nicht mehr darum, wer zuerst zum Stern kommt, es geht darum, wer zuerst die Goldröhre reinsetzt. Vor allem jetzt wird noch ausgesucht, wer gepusht wird. Ja, bitte ich. Wenn jetzt Birdos ausgewählt wird und dem noch eine Goldröhre zugesteckt bekommt, dann raste ich aus. Ich brauche Münzen. Gib mir 20 Münzen oder so. Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Können Sie sich natürlich noch ein weiteres Würfel-Ding? Nein, die Münze hoch, gut.
Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gönn, 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 gönn. Nein! Ich weiß halt wenigstens jetzt, wie es geht. Trotzdem will ich nicht spielen. Habt ihr diese Kurve gesehen? Perfekt war sie. Egal, ich gönne mir meine 5 Münzen oder so. 6 Münzen, okay. Bist du zufrieden? Boah, der ist ja 100. Warte. Verrat ist das. Ich verraten hier alle. Was? So viel Mods hier. Passt perfekt. Also Daisy ist in Führung. Kommt nur verdient. Ja, DK hat sich viel gegeben, aber zu der Platz, weil einfach alle betrügen. Dann halt Mario mit der Goldröhre und Bird auch mit der Goldröhre. Ich habe mir noch eine Goldröhre zustecken wollen. Also, wer wird uns heute sagen? Oh, Woody. Also, wer im Einklang mit der Natur leben kann, gewinnt. Birdo. Mhm. Hier ist noch eine Goldröhre. Oh, oha. Nun 3 Verwürfel. Und sie wirft ihn direkt wieder weg. Was? Was? Und das Übliche passiert auch wieder, wie auf jedem Spielbrett. Also los! Ach. Sag mal das Brett her. Liebend gerne. Boah, fast auf Chance Time. Hilfe. Oh, was? Oha. Hä? Mario ist so ein Weirdo. Hä? Alle sind Weirdos. Das ist jetzt einfach kein... Hä? Haben die das Mitleid? Na gut, sie nicht. Wait, what? Ein versteckter Blockkarte. Was zum... Aber das heißt ja nicht, dass da ein Stern drin ist. Aber eigentlich ist eh ein Stern drin. Ist halt Daisy. Warum kaufen sie jetzt eine Hä? Die gönnt sich eine Karte. Oh Gott, nicht das. Die gönnt sich eine Karte, um sie dann wieder weg. 40 Münzen einfach weggeworfen. 3, 2, 1, los! Oh Gott. Wow! Wer ist der King hier? Das ist kein Donkey Kong für King. Donkey King, Alter. Alles klar. Bin ich nicht gut? Kommt sehr gleich Karma. So.
dann mal los. Ich werde mir keine gönnen, oder? Ich muss mitmachen. Gruppenzwang. Anders kann man hier nicht gewinnen. Es ist halt ein bisschen traurig irgendwie. Es kommt halt echt auf Skill an. Wunderschön. Wie oft ich diese Goldröhre noch sehen möchte. Sehen werde. Weil letztes Mal, als ich, als ich die Goldröhre gesehen habe, zum ersten Mal, es war ein Mal oder so, glaube ich. Ich dachte, ich was Besonderes. Ist sie aber nicht. Oh, noch eine Münze, dann kann ich mir schon einen Stern holen. So, Bird hat auch nicht genügend Münzen, also muss sie nochmal würfeln. Außer sie ist dumm und setzt trotzdem ein. Also sie ist eigentlich auch einfach dahinter nur. Die Musik ist by the way nice. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ob das genau 8 gemacht hat? Ich habe auch viel zu lernen in diesem Spiel. Wenn die nur ein Feld laufen, hoffen die auf den versteckten Block oder so? Oder was machen die da? Okay, Anna gegen Daisy. Kann was werden. Ich darf nicht wie die einem gleich verstecken wie die anderen. Baumstamm. Ne, ich hab's rausgenommen. Oh Gott, 2-3 hinter einem ist echt riskant. Ich habe einen Knopf gedrückt, ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Mario, come on. You can do this. Daisy, er ist in einem Briefkasten. Wie kriegst du jetzt 10 oder 20? 10. Ich brauche doch nur Münzen. Ach. Oh nein! Ich brauche keine 20 Münzen. Denn ich brauche nur 10. Ganz vergessen. Perfekt, 3 Sterne. Ich bin wieder im Game. Hurra. Zählen gibt es auch hier. Aber. Gratulation. Ich gratuliere mir selber, aber keiner mir sonst gratuliert. Also, oh Gott. Das ist so random. Wie oft muss ich denn bitte drauf spammen? Egal, ich habe gewonnen.
Genug 9 Münzen kannst du dir gerne nehmen. Boah, dicker Mensch. So wenig Geld. Also, es wird echt wenig eingezahlt und ausgegeben, irgendwie habe ich das Gefühl. Übel war es, so 30 Münzen auf anderen Maps. Wieder safe einen Block. Naja, okay, gut. Neun. Zehn. Schafft die so bis zum Stern? No. Schon schwitzt sie wieder. Vor allem, sie wird halt auch andere Sterne noch bekommen, die Bonussterne. Sieht echt nicht so gut aus für mich. Puh, gut. Nur ein Generalschlüssel zum Glück. Bringt auf der Map eh nicht so viel. So. Bum Bum Bowser will ich mal sehen. Okay. Ach du Scheiße. Pff. Das kann was werden. Ich bin als letzter dran. Ich drück grün. Verdammt. Was? Als ob wir alle Glück haben. Komm. Gönn. Nein! Oh no, ich habe 50-50 Chance. Wer? Ach Gott. Mach mal Augen zu. Hä? Warum habe ich das gar nicht gedrückt gehabt? Yo! Und wollte grün nehmen. Zufall hat weiß entschieden. Der Zufall mag mich. Also weiter. Was? Wird das jemals enden? Ah, oh no. Ja. Boah. Richtig spannend gemacht. Gefällt mir. Es wird eh nicht einmal weiß sein. Was? Rennen, Donkey Kong, rennen! Condom Gelb. Nice. Wie lange es gerade gedauert hat. Aber der Explosion sieht schon nice aus, muss ich sagen. Oha. Der Sieger wäre natürlich. Unfair. Warum habe ich dir gesagt, dass wir Gelb nehmen? Ich komme auf Fuddy. Kommt drauf an, wie die Dings sind, die Schilder. Ich verstehe nur nicht ganz, warum sie ihre verschiedene Blockade weggeworfen hat. Oh, Duell. Vier Münzen, also 8 Münzen, deswegen gebe ich nur 4 aus. Let's go! Oh.
Ja, das sieht sehr random aus. Nein. Yo! Wir sind einfach den gleichen Weg gegangen. Also ich kam einfach noch so eine Minisekunde, so ein Pixel vorher an. Oh, ich hätte mehr Mützen setzen müssen. Aber alles gut. Boah. Doppelwürfel, okay. Oh, natürlich. Aber zwei Sterne hat sie erst, also alles okay. Sie ist halt, die sind mehr Sterne als ich. Ist halt nicht gut. Deswegen ist sie immer auf Platz 1. Aber es gibt keine Goldröhren mehr. Ich dachte, es kommt noch direkt zum nächsten, aber nee. Sie kommt zu... Böser Baum. Und muss 3 zurück. Okay. Ach, come on. So unnötig. Lux fehlt natürlich auch noch. Na, kriegt sie den Wieringer Schlüssel. Komm auf die Goldröhre weg. Schade. Also, ich habe keinen Bock gefunden bisher. Okay, krieg ich hin. Daisy muss da reinlaufen. Gott, was? Verdammt. Warum gewinnt die immer? Och, die ist so gut. Daisy. Ach, ich stecke keinen Extrembot mehr ein. Ich bin Zweiter. Ich bin zufrieden, dass ich sogar Zweiter bin. So. Oh, Woody. Ich liebe dich, also gönn mir. Gönn mir. Gönn. No. Ja gut, ich kann's vergessen.
GG an Daisy, die wird sich jetzt ihren 4. Stern gönnen, dann kriegt sie 5 und 6 Sterne. Vielleicht sogar den 7. Und dann Textuell ab, okay. Kannst du bitte nicht einfach um Sterne gehen? Ach Gott! Alle Mützen genommen. Ich mach jetzt platt, Mario. Hä? Ich kann was werden. Schön langsam. Ach. Hä? Kann es ja gar nicht steuern, wie? What? Schade. Ich habe 0 Münzen. Nicht mal die Münzen, die Woody mir gegeben hat, habe ich noch. Super. Ah, jetzt hätte ich genug Münzen, okay. Och, als ob jetzt noch ein Battle kommt. Pff. Das ist weniger als erwartet. Ja, dann... Ach, pff, Squid Game schon wieder. Sehr schon aufgeben. Lass es immer los. Aber Donkey Kong ist einfach blöd und steckt seinen Kopf nicht da. Muss so irgendwas drücken, damit er seinen Schädel reinzieht oder was? Warum kriegen wir jetzt auch eine extra Münze? Sehr sozial, dass sie ihre Goldröhre nicht benutzt hat. Okay. Seelenkraft schlagen. Okay. Peach, also Peach, gell? Daisy wird ihn holen und machen, aber okay. Ich bin letzter, das kann ich schön zuschauen. Start.
Okay. Richtig gut. Schlecht, Daisy. Pff, was das denn? Was? Soll er eigentlich als Dings zählen, als... Boah, du hast die Stange getroffen. Du bist richtig gut. Hier, nimm direkt einen Stern mit. Nimm 5... Oh Gott, was hat der denn da? Es sind alle Runden gespielt. Tolle Partie. Kommen wir zum Endergebnis. Mal schauen, wer gewinnen wird. Erst gehen wir kurz die Boni-Sterne durch. Erst den Münzbonus. Den Bonus erhält der, wo er am meisten Münzen sammeln konnte. Also Daisy. Als 6 haben wir noch einen Bonusstein für Daisy. Und das ist ein Minispielbonus. Sie ist einfach nur OP und sie ist einfach zu gut. Sie ist halt ein Extrembot. Der Ereignisbonus geht wahrscheinlich an Donkey Kong. Weil der ist halt einfach zweimal aufs Pechfeld gekommen. Und hat auch dort Felder geändert. Das ist krass. Ich bin einfach schlau und ich kann einfach alles vorhersagen. So, jetzt sind wir so weit, dass wir Bescheid geben können, dass Daisy gewonnen hat. Trotzdem machen wir es noch ein bisschen spannend. Sie ist kein Superstar. Alle haben Bestes gegeben. Nein, alle haben Goldröhren bekommen. Werde ich jemals gewinnen? Werden wir es in der nächsten Folge herausfinden, ob ich wenigstens auf Piers Geburtstagstorte Glück habe. Bis zum nächsten Mal und ciao. Echt, was für eine Kackparty.